dieses Jahr. Was macht denn ein Wiesn-Playmate eigentlich, wenn es nicht gerade von München TV interviewt wird? Genießen. Es ist super cool, hier zu sein. Ich darf auf viele verschiedene Events gehen und ja, ich freue mich einfach und genieße die Zeit hier. Stella, du bist ja kein Münchner Kind, du lebst aber inzwischen hier. Hast du dich schon ein bisschen an den Oktoberfest-Rummel hier gewöhnt oder ist das immer noch ein bisschen absurd für dich? Also ich liebe es. Ich war hier das erste Mal vor 3 Jahren und ich hatte immer sehr viel Spaß hier. Ich liebe den Trubel und ja, genieße es. Wiesn Playmate ist ja jetzt nicht dein erster Job sozusagen auf dem Oktoberfest. Da war ja schon mal was, ja, oder? Ja, tatsächlich. Ich habe hier mal Souvenirs verkauft und habe da schon ein bisschen mitbekommen, wie es denn so ist, hier zu arbeiten. Und dieses Jahr wahrscheinlich die Wiesn aus einem ganz anderen Blick. Vielen, vielen Dank fürs Interview und dir noch eine wunderschöne Wiesn. Dankeschön.